Den Abschluss seines integrierten Klimaschutzkonzeptes beging der Landkreis Leipzig mit einer Feierstunde in Bad Lausick. Rund 80 Gäste waren der Einladung in die Deutsche Bläserakademie gefolgt. Landrat Henrik Reichen als Hausherr und Michael Hultsch, Bürgermeister der gastgebenden Kommune, begrüßten die am Konzept und dessen Umsetzung beteiligten Akteure. Über das erreichte Ziel, integriertes Klimaschutzkonzept, freute sich Landrat Kreichen. Also ich bin nicht nur glücklich, dass wir das jetzt haben, sondern auch glücklich über den Prozess, der viele Akteure im Landkreis zusammengebunden hat. Wir aus der Verwaltung heraus können zwar Themen besetzen, aber wir brauchen schon die Fachexpertise von außen, brauchen die Bürgermeister mit dabei, brauchen die Stadtwerke mit dabei, brauchen die Industrie mit dabei. All die haben ja auch die Stellschrauben im Bereich Klimaschutz etwas zu tun. Und der über zweijährige Prozess hat genau die Leute zusammengebunden. Wir haben dann in unseren Gremien das Papier diskutiert, integriertes Klimaschutzkonzept, im Juli Kreistag beschlossen. Und im Grunde sind die Dinge, die jetzt sich daraus ergeben, die Aufgaben für die Zukunft, die wir auch in diesem Spektrum gemeinsam bedienen werden. Das Klimaschutzkonzept des Landkreises basiert auf Analysen, Potenzialberechnungen, fachlichen Absprachen und beinhaltet einen Maßnahmenplan mit 41 Punkten. Damit besitzt der Landkreis Leipzig einen Handlungsleitfaden, mit dem bereits vor 2045 der Ausstoß von Treibhausgasen drastisch reduziert werden kann. Ausblick darauf gab Klimaschutzmanager Falco Haag. Also das Dringlichste ist, dass wir die Potenziale heben, die jetzt technisch und auch finanziell möglich sind. Das heißt, das sind ganz klar auch das, was jetzt als erstes passiert. Das sind Photovoltaikanlagen, die auf die Dächer gebracht werden. Das sind Ladestationen für Elektrofahrzeuge, auch in Wohngebieten zum Beispiel. Das ist technisch keine Herausforderung mehr, allerdings eine sehr große organisatorische Herausforderung. Das heißt, wir brauchen Menschen, die die technischen Lösungen kennen und organisatorisch fit sind, um die auch anzugehen. Ein großer Teil der Umsetzung des Konzeptes liegt in privaten Händen, aber perspektivisch ist natürlich auch die öffentliche Hand gefragt. Also wir haben in dem Paket die originären Aufgaben, wo wir zuständig sind, ÖPNV. Da haben wir schon seit vielen Jahren ein attraktives Modell aufgebaut mit unserem Busverkehr, um die S-Bahn-Linien gut zu vertakten. Wir haben fast flächendeckend ein Taktsystem eingeführt in verschiedenen Städten, wie zuletzt Wurzen, aber auch Grimma und Markkleeberg ein Stadtbussystem etabliert. Vor allen Dingen natürlich vor dem Hintergrund, ein attraktives ÖPNV-Netz zu haben, aber auch den motorisierten Individualverkehr, also sprich Pkw-Verkehr, auch ein attraktives Modell entgegenzusetzen und damit auch Klimaschutzthemen zu besetzen. In dem Bereich Abfallwirtschaft sind wir aktiv mit unseren eigenen Liegenschaften, Gebäude und Freiflächen sind wir aktiv. Die Hauptaufgabe, und da muss man ehrlich sein, werden wir nicht in unseren eigenen Aufgaben lösen können, sondern nur gemeinsam mit der Industrie und mit den Haushalten, weil dort der Großteil an Energie verbraucht wird. Und da sind wir eher jemand, der als Netzwerker, als jemand, der Genehmigungsprozesse beschleunigen kann, der Fördermittelberatung machen kann, unterwegs und haben uns mit unserem Klimaschutzmanager Herrn Haag jetzt auch personell so aufgestellt. Falco Haag fasste die Kernpunkte des Klimaschutzkonzeptes zusammen und verdeutlichte, dass unter den bisherigen Klimaveränderungen im Landkreis Leipzig bereits Land- und Forstwirtschaft, Wasserwirtschaft und die natürlichen Ökosysteme unter Druck geraten. Von Vorbeugung könne keine Rede mehr sein, führte er aus. Die rege Teilnahme an und die Diskussionsfreudigkeit zu dieser Veranstaltung wertete der Klimamanager als wichtiges Signal. Also dass heute auch so viele kommunale Vertreter wieder anwesend sind, nicht nur von den 13 Fokuskommunen, die im Klimaschutzkonzept vertreten sind, sondern auch von anderen Kommunen, zeigt eigentlich, wie dringend das Thema ist, wie dringend Energiewende und Klimaanpassung zusammengedacht werden muss. Und da ist es leider auch so, dass die Kommunen, die schon selber seit Jahren ein Klimaschutzkonzept haben, auch dort noch am Anfang der Umsetzung stehen und sich jetzt auch erhoffen, von den heutigen Impulsen und von den nächsten Gesprächen dort schneller zum Zuge zu kommen. Im zweiten Teil der Veranstaltung erfolgte in mehreren Gruppen bis zu 13 Personen ein themenbezogener Kurzaustausch. Über die Veranstaltung hinaus legt der Landkreis Informationsangebote auf, um die Kommunen klimafit zu machen. Tatsächlich gibt es sehr viele Angebote, die an kommunale Vertreter gerichtet sind, um sich eben fit zu machen, um sich zu informieren über Programme, Projekte, über Beteiligungsmöglichkeiten. Und das ist sehr, sehr schwierig durchzublicken. Die Kommunen sind teilweise mit der Themenvielfalt auch überfordert. Und unser Ziel ist, dass im Landkreis Leipzig
dort ein bisschen Ordnung reinzubringen und die wichtigsten Sachen so aufzubereiten, dass wir das den Kommunen konzentriert anbieten können. Hilfreich dazu könnte die Themenreihe Klimafreundliche Stadtentwicklung sein. Die erste Veranstaltung dazu findet am 19. September in Brandis statt. Mit dem Treffen in Bad Lausick dürfte die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes im Landkreis Leipzig weitere Impulse bekommen haben.